Servus Leute, ich habe jetzt gerade ein Päckchen bekommen und zwar von der Firma Arctis. Ich packe es jetzt mal aus und schaue mal nach, ob das drin ist, was ich mir erhoffe. Also erstmal so ein Zettelchen, okay, und ja, es ist da. Es ist ein super Tool. Es ist für das iPad Pro, egal welche Größe, eine Gummihülle für den iPad Pro Pencil und den kann ich jetzt hier reinschieben und kann ihn dann so an die Tastatur hängen. Also das machen wir jetzt gleich. So, genau, und jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich mal umgeschaltet aufs iPhone. Jetzt stecke ich hier das iPad Pro 10,5 ab, nehme die Original Hülle von Apple mit dem Tastaturtype und hier diesen neuen Köcher für den Pencil. Und ich schiebe es mal hier rüber. Wow. Perfekto. Perfekto, perfekto, perfekto. Also besser, das geht ja nicht. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir das jetzt machen. Ich glaube, ich werde es genau so machen. Ja. Jetzt habe ich den hier dran gemacht und jetzt probiere ich mal aus, was passiert, wenn ich hier den Tastaturtype hier wieder ans iPad dranhänge. Okay, es war noch nicht richtig. Gut. Dann hängen wir das mal dran. Na, was ist jetzt los? Ist es jetzt zu schwer mit Stand dem Pencil oder ist es auf der falschen Seite? Jetzt ist es richtig. Genau so. Jetzt klappe ich es mal zusammen. Genau, okay. So sieht es also aus. Ich zeige es jetzt mal genau hier. Also das ist jetzt das Type Cover von Apple mit der Originaltastatur für das 10,5er iPad Pro 2017. So sieht es aus, wenn ich das jetzt hier in den normalen Standmodus bringe. Der Stift ist jetzt hier hinten drin. Okay, also muss ich mir noch eine andere Position ausdenken. Aber die kriegen wir jetzt hin. Dann machen wir doch das hier. So, genau, schieben wir es ein so ein Dreierglied weiter. Hängen wir es wieder hin und schwuppdiwupp haben wir jetzt hier die Originalposition, so wie es sein soll, von Apple. Ich kann es jetzt wieder zumachen. So ist zu. Nimm's. Ist so. Und jetzt kann ich es natürlich auch wieder in meinen bevorzugten Modus für Benutzen auf der Videoschauen machen. Das wäre dann so. Genau, dann kann ich das nämlich theoretisch hier so auf den Tisch stellen. Dann steht es hier so auf dem Tisch und ist nicht ganz so hoch. Kann es natürlich auch so hinstellen, wie es jetzt Apple empfiehlt, um so zu schauen,
Also es scheint optimal zu sein jetzt mit diesem Stift und ich kann ihn dann wieder rausholen. Also herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.